Tagtäglich am 13.02. Amazon hebt den Schlagbaum. Endlich gibt es Echo in Deutschland. Dann haben wir noch ein paar interessante News zum Galaxy S8, zum iPhone, dem neuen, und noch einen spannenden App-Tipp. Bleibt mal dran. Nach dem Intro geht's los. Das ist Berlin, das ist tagtäglich. Heute ist der 13. Februar 2017. Eine schöne neue Woche wünsche ich euch. Mein Name ist Frank Ritter und wie immer kredenze ich euch die spannendsten Tech-Themen des Tages. Zuerst aber mal ein Shoutout an Amir. Der hatte am Wochenende Sport getrieben und ihr wisst ja alle, was Sport ist, nämlich Mord. Na gut, ganz so schlimm ist es noch nicht, aber der Arme liegt im Krankenhaus. Hat sich den Arm gebrochen, besser gesagt nicht nur gebrochen, sondern gesprengt. Üble Sache. Wenn ihr nett seid, könnt ihr dem Guten ja mal Besserungswünsche in die Kommentare schreiben. Wird er sich bestimmt freuen. Aber jetzt gehen wir mal in Medias Res. Also, was haben wir heute auf der Uhr? Gigatech. Da hat der Stefan eine App getestet, die nennt sich, Achtung, Mimi Music. Mit Mimi Music kann man den Klang von Musik verbessern. Die App gibt es für iOS und Android. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Man hat entweder die Möglichkeit, auf Basis von demografischen Daten, also da muss man dann eingeben, welches Geschlecht man hat, welches Alter man hat, oder aber auch anhand eines individuellen Klangprofils den Klang von Musik zu verbessern. Wenn man sich das individuell an sich selbst anpasst, muss man halt erstmal so einen Test machen und dann hört man bestimmte Frequenzen, muss sagen, in der App angeben, ob man die hören kann oder nicht. Und dann zum Schluss kann man das Ganze ja wirklich in dieser App auch genießen, also die Musik, die man gerne hört. Und der Unterschied ist wirklich signifikant. Probiert das unbedingt mal aus. Den Artikel findet ihr auf giga.de/tech. Ja, bei Giga Apple gibt es auch noch eine spannende Neuigkeit. Gerade frisch reingekommen. Apple wird Mitglied im Wireless Power Consortium. Ich glaube, das wird auf Englisch Consortium ausgesprochen. Zum Verständnis, das ist die Gruppe, die unter anderem für den Qi Wireless Standard zuständig ist. Das bedeutet, mit diesen Qi Wireless kompatiblen Smartphones und Ladestationen könnt ihr halt einfach ein Gerät durch drauflegen auf eine Ladestation, kabellos laden. Das ist für mich und für uns als Redaktion ein deutlicher Hinweis darauf, dass das iPhone, das neue iPhone kabellos geladen werden kann. Da gab es ja auch schon andere Hinweise drauf. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Wird sicher auch ein Stück weit damit zu tun haben, dass ja auch die Apple Watch schon kabellos aufladbar ist. Aber dass das jetzt so zu diesem Zeitpunkt kommt und nicht schon früher erfolgt ist, wie gesagt, das korrespondiert auch mit einigen anderen Gerüchten, über die wir in der Vergangenheit ja schon berichtet haben. Alle Infos dazu lest ihr bei Giga Apple. Die Links findet ihr natürlich wie immer unter diesem Video. Und bei Gigatech können wir endlich die frohe Botschaft verkünden. Amazon hat Echo und Echo Dot für Deutschland offiziell freigegeben. Der Schlagbaum erigiert sich. Das bedeutet, ihr könnt auch ohne eine Einladung die Dinger endlich bei euch zu Hause, also nach euch nach Hause bestellen und dort aufstellen. Ich nutze jetzt seit 2 Monaten Amazon Echo und bin hochzufrieden. Hatte ich auch schon mal einen Artikel drüber geschrieben. Wie ihr an die Geräte kommt, das steht in einem Artikel auf Gigatech. Auch hier, Link zur Sendung unter dem Video. Und als Rausschmeißer haben wir noch ein Gerücht zum Galaxy S8. Genauer gesagt, dem größeren der beiden Modelle, dass Samsung gerüchteweise im April oder Ende März vorstellen wird. Den ersten Teaser soll es ja schon zum MWC geben. Und da gibt es das spannende Detail eigentlich, dass das größere Modell jetzt dieses Jahr nicht Galaxy S8 Edge heißen soll, sondern S8 Plus. Was im Umkehrschluss impliziert, dass es nur noch Edge-Modelle geben wird. Ne? Weiß man ja eigentlich so auch schon aus der Gerüchteküche. Aber das kann man jetzt fast schon als Bestätigung dafür ansehen. Das Logo ist auch geleakt und es ist eine Modellnummer für eines der Geräte, das in Indien verkauft werden soll, durchgesickert. Und anhand der bestehenden, also früheren Modellnummern, kann man daraus auch ableiten, dass es eine Dual-SIM-Version von dem Gerät geben wird. Vermutlich nicht in Deutschland, kennt man ja, da haben die Mobilfunkanbieter immer noch ein bisschen den Daumen drauf. Aber Interessierte an einer Dual-SIM-Version werden sich das Gerät sicherlich auch aus dem Ausland importieren können. So viel von mir für heute aus dem GigaOffice. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt, das ist Berlin, das ist tagtäglich. Vergesst nicht, Amir
die allerbesten Genesungswünsche hier drunter zu posten. Und wir freuen uns, wenn ihr dem Video ein Like gebt und uns abonniert. Also dann bis morgen. Ciao.